Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge von Emergency 5 mit der Lüdenscheid-Modifikation im Multiplayer zusammen mit Pascal. Und in Hallo. der Leitstelle haben wir Hanna. Hallo. Und ja, wir sind immer noch in der gleichen Session. Von der letzten Folge. Deswegen ist da Genau. auch immer noch dieser Gebäudebrand. Oh Gott, ich krieg einen Einsatz. Und nichts mehr. Was? Ich krieg keinen. Manu. Ja, ein Oh, ein gebrochener Arm. RTW. Also. Und noch ein Einsatz, gebrochenes Bein. Oh. Ich mach mal die Einsatz. Ist das eine gute Idee, die Beides meine. Einsatzstufe auf 3 hochzumachen? Also Stufe 3 ist ein ganz neues Niveau, das hat man auch noch nicht. Das ist richtig. In der Busch/Baum. Aber Einsatzstufe erhöht ist bisher doch immer gut gegangen, Tobi. Ja, immer. Gab nie Probleme Baue ich damit. dann einen Löschzug oder nicht? Brennender Busch oder Baum? Nee, ist ja Nee. nur ein Baum. Oder ein Busch. Also sonst kann man noch Rückmeldung Das machen, würde wie es die Person aussieht. sagen, ja. Ja. Achtung, Einsatz Ja. für 1HLF 201, Das Beste ist immer noch 1HLF 202, Heimrauchmelder ausgelöst oder brennender sowas. Dann Busch. musst du immer einen Oh. Löschzug direkt schicken, weil du kannst nicht Waldbrand. wissen, ob dann plötzlich, wenn das Fahrzeug, erste Fahrzeug ankommt, schon die gesamte Nachbarschaft brennt. Ich gehe mal Rückmeldung. Es brennt ein Busch an einer kleinen Parkanlage mit Büschen, Bäumen und alles. Und außerdem ist ein Mehrfamilienhaus gefährdet. Auf Deutsch, Löschzug. Nee, muss nicht. 2 HLF reichen. Jetzt richtig spannende Einsätze. Ja, total. Gebrochener Arm und ein gebrochenes Bein. Und ich weiß nicht mehr, wo mein Beide auf Einsatz einmal. ist. Ich weiß gar nicht, wie ich die beiden zugleich Hände? handeln soll. Ja, komplexe Aufgaben. Da muss man wirklich auch nachdenken, wie man jetzt seine Ressourcen verteilt, wie man priorisiert. Und ich finde immer noch meinen Einsatz nicht mehr. Hallo, ich habe den Einsatz verloren. Ja, wo brennt er denn der Busch? Lungenriss. NF. RTW und NES, oder? Ja. Also ich weiß es nicht, aber so eine gerisse Lunge, das klingt jetzt schon so ein Achtung, bisschen potenziell Einsatz für lebensgefährlich, ne? 1RTW 1, Ja, ich hätte ja auch ein 1NEF 1, Lungenriss. Intensivdingens nehmen können. Nee, nee. Der IRTW ist nur bei Der ist Infektionen. nicht intensiv, sondern Infektion. Der ist für Ah. Infektionskrankheiten, ist der. Also Ich so eine weiß nur, dass bei Schweinezucht Vogelgrippe. Leitstelle irgendwann mal so ein Intensiv. Ja, das stimmt. Ja. Okay, Rückmeldung. Es brennt jetzt nicht nur eine Hecke, sondern auch ein Busch. Wow. Du bekommst trotzdem 2 HLs. Naja. Sollte ausreichen. Mehr gibt's nicht, wir müssen Ressourcen sparen. Ja, Es ist schon eine sehr bedrohliche Lage hier. Also, der Schnelltool würde ich schon mal das Hochhaus hier evakuieren. Das sind ja wahrscheinlich nur, keine Ahnung, 30, 40 Wohneinheiten. Diesem Hochhaus. Das ist wirklich so ein kleiner Park hier an der Straße mit so ein paar Hecken und zwei Oh Büschen nein, der und zwei dritte Busch brennt. Parkbänken. Ja. So Hecke und Busch brennen. Und jetzt brennt ein Baum schon. Oh. Zwei Büsche, eine Hecke und ein Baum brennen. Wahrscheinlich gleich auch noch die zwei Parkbänke hier hervor. Nee, die zweite Hecke. Jetzt wird noch die zweite Hecke. Die Bänke, die sind noch nicht so lange im Radius. Löschangriff beginnt. Oh, die dritte Hecke. Lungris, Tobi Lungris ist da. Oh, ja, danke. Was gibt's? Okay. Spannung. Verkehrsunfall mit PKW. Hey. Yay. Ooh. Wo auf der Karte? Siehst du es? Ganz weit rechts. Der 5RTW1? Heiner hat gerade einen Verkehrsunfall zu managen. Hast nicht zugehört? Ja, und ich will, dass mein Rettungswagen nach Hause fährt. Terrorist. Bitte den zuerst machen. Der Verkehrsunfall ist egal. Den kannst du danach machen. Wir brauchen den Nur Martha. Terrorist. Achtung, Einsatz für Alex 203. Wir brauchen Verkehrsunfall Martha, mit die Polizei. PKW. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Das ist SEK. Das heißt Martha. Was soll ich bei dem tollwütigen Hund machen? Ein Streifenwagen und einmal dann noch die Stadtwerke. Und in der Regel auch schon mal Rettungsdienst. Ja. Damit die Polizei dann den. Ach, das ist auch noch mein Achtung, Hund. Einsatz Super. für EKW 1RTW2, tollwütiger Hund. Ja, eine Person wurde bereits niedergebissen, zwei Personen wird gerade attackiert. Also mindestens noch einen zweiten RTW.
Achtung, Einsatz für. Er rennt hier gerade durch die Baustelle, ja, Hund. Geil. Das ist gerade bei mir ein bisschen stressig, weil drei Einsätze gleichzeitig. Da kann ich auch nichts dafür. Na, das ist mir klar. Ich weiß ja nicht, wie ihr es aufgeteilt habt. Ich habe alles aktuell. Ja, die Fahrzeuge. Ich fang Verbrecher. Die Fahrzeuge aufgeteilt habt. Also ich habe jetzt gerade so einen random Verbrecher festgenommen. Ich weiß nicht. Ob da noch irgendwo ein Einsatz sich versteckt hat. Nö, also ich habe keinen Einsatz bekommen. So, die rennen jetzt dem Hund hinterher, was auch geil ist. Hier auf der Baustelle sind extrem viele Bauarbeiter. Der Hund ist gerade an allen Bauarbeitern vorbeigerannt, zu einem Passanten auf der anderen Straßenseite, den jetzt angreift. Brauchst du einen NEF? Eigentlich nicht sagen, aber mach mal sicherheitshalber. Okay. Den Rettungsdienst hat Tobi. Achtung, Einsatz für 1NEF1, tollwütiger, Punkt. Genau, da hast du den Hund. Ja, ich lasse dir erstmal hier hinfahren mit dem Verbrecher im Auto. Hund wurde niedergeschossen, dritte Person unverletzt. Wir bräuchten aber die Stadtwerke zum Abtransportieren des Kadavers. Was geht's? Kein Problem. Wo? Beim tollwütigen Hund. Oder ist das, sind das schon die Stadtwerke? Der Störungsdienst ist das. Stadtwerke sind da. Das sind STW, ein Störungsdienst ist das. Ja. Ihr sagt Stadtwerke. Das ist das Einzige, was sich Stadtwerke nennt bei mir. Hast du bei den Sonderfunktionen noch was in die Richtung? Ich habe bei Sonderkräften nur noch den Hund und halt die Stadtwerke. Hast du das geholt, die Stadtwerke da? Bei ja. THW irgendwie vielleicht gibt's die noch? Als reguläres Fahrzeug noch irgendwas in die Richtung? Relativ weit unten, wenn dann? In Ordnung. So, NEF ist benötigt bei der einen Person. Vielleicht heißt es auch irgendwie Müllabfuhr oder so. Erwarte Befehle. Ja, weil irgendwie braucht es so ein Müllfahrzeug. Stadtreinigung. Ja, Stadtreinigung. Ja, Stadtreinigung. Rückmeldung zum Schlaganfall. NEF wurde doch nicht benötigt. Ich habe ja so nebenbei versucht, diesen einen Verbrecher habe ich eingefangen. Und hier liegt jetzt auch noch ein Verletzter rum, den der geprügelt hat. Das müsste irgendwie so ein Einsatz sein, betrunkener Randalierer oder sowas, so müsste heißen. Ich habe nur vier, das ist Verkehrsunfall, Schlaganfall und tollwütiger Hund. Es gibt keinen Einsatz dafür, auch geil. Okay, ich bräuchte trotzdem mal ein RTW. Kannst du einen Dummy-Einsatz erstellen oder so? Hat dir das Pascal gezeigt? Ja, ne? Bei Einsatz erstellen hast du auch Dummy-Einsatz erstellen. Ja. Und der Dummy-Einsatz, der ist, wie beschreibt man das? Oben rechts in der Ecke ist so ein Park, so ungefähr auf der Hälfte zwischen 11 und 5. Allerdings ist es nicht ganz der Park, sondern ein Stück südlicher von dieser Autobahn. So irgendwie in die Nähe, da kannst du mir das schicken. Da ist so eine X-Kreuzung. So, da hast du diesen Bogen von der großen Bahn und ein Stück südlich von dieser Bahn, wo die Straße abgeht, genau da. Also, da. Jo. Also, ich weiß nicht, hast du gerade die Markierung gesetzt? Ja. Und ich brauche ein NEF. Ja, auch die du hast eine Markierung gesetzt und wir haben die bekommen? Ja. Die Leitstelle kann auch In-Game-Markierung setzen. Nice. Das ist richtig. Habe ich nur die angewendet, habe ich nur die benutzt. Aber ich weiß nicht, wie ich darauf auf diesen Dingen jetzt zugreifen kann. Du hast Damian's erstellen, dann kannst du da den Marker auf der Karte verschieben. Ja, aber dann wird er bei mir nicht. Und dann hast du an der Karte oben, glaube ich, noch irgendwie irgendein Symbol, was du dann nochmal anklicken musst, und dann wird der Damian das erstellt. Erst. Ah, okay. Damian, was brauchst du jetzt? Brauchst RTW, NEF. Was geht's? Höre. Achtung, Einsatz für 1 RTW 1, Dummy Event. Auch schön. Dummy Event. Als. Naja. Ich sehe hier aber niemanden. Also ich habe hier so einen Verletzten neben einer Grube und ich habe einen Täter im Auto, also ich weiß nicht. Ein Gärtner. Ja, ich suche gerade an diesem Park hier. Siehst du meinen Polizisten? Moment. Ah, okay, ich sehe. Okay, der Dummy-Einsatz ist ein bisschen woanders gespawnt. Ja, ist egal. Hanna, wir brauchen noch zwei Abschlepper beim Ach, und hier ist ein Verletzter auf dem Friedhof.
Neben der Grube, wo gerade ein neues Grab ausgehoben wird. Und der Gärtner oder so, der das Grab ausgehoben hat, der... Kinda spooky? Kinda spooky? Der 2TV2 wurde schon vor Ewigkeiten zugewiesen. Falls wir den mal... Ich habe gerade den 5RTW1 aus Versehen vom Schlaganfall zurückalarmiert. Der fährt gleich los, den bitte nochmal neu alarmieren. Lass den Patienten einfach links liegen. Ja, ich habe vergessen, dass ich den noch abtransportieren muss. Pascal, das ist Einsatz 14 beim Schlaganfall, wo dein RTW die ganze Zeit rumsteht. Ist halt so. So, den habe ich vergessen. Bräuchte mal 2 Abschlepper beim VU. Das habe ich vorhin auch schon mal gesagt. Ja, und ihr habt die auch schon losgeschickt. Okay, sind nur noch nicht angekommen. Du, Pascal, ey. Ach nee. Ja, ich warte auf die, weil ich kann jetzt abschleppen, deswegen. Dein NEF ist übrigens mal da. Könntest du den mal versorgen vielleicht? Und denk dran, nicht direkt Fahrzeug den schicken. Weil sonst bricht der Notfallsanitäter die Versorgung. Wollte ich gerade machen, aber stimmt, da war ja was. Da war ja was. Da hätte man wahrscheinlich verloren. Pascal, ich will jetzt nichts sagen, aber die PKWs, ich kann die nicht abtransportieren. Ich hab da aber Leute ausgeschnitten. Sind das vielleicht mehr als einer? Wir bräuchten da bitte ein HLF bei Verkehrsunfall. Ich hab irgendwie Déjà-vu. Weiß nicht. Warum sitzen da mehr Leute in dem Auto drinne? Weil nicht alle alleine fahren. Aber warum denn nicht? Es ist so kompliziert hier in Lüdenscheid. Okay. Ich sag mal, mit jedem neuen Typ, der den Gärtner versorgt, wird der weiter ins Grab reingezogen. Okay. Rollt schon HLF zum VU wieder? Wie bitte? Ein HLF zum VU, bitte. Der Pascal wieder Personen vergessen. Ach, ja, anscheinend sind 2 Personen im PKW drin gewesen. Ja, ist und 2 RTW gleich mit. PKW. Ja, sicher. Ich bin stolz auf uns, wir haben bisher kein einziges Mal freiwillige Feuerwehr benutzt. Nutzen müssen, sagen wir es mal so. Ja. Hast du jetzt ein HLF bekommen, Tobi? Ja. Ah, okay, ich bin gerade wundert. Weil ich nur 2 RTWs habe. Das kommt bei der Werksfeuerwehr. Aber hier neben dem VU ist ein Bauernhof. Und die haben ganz viele niedliche Kühe. Ach, du musst doch wieder alles schlagen. Pascal, soll ich dich mal auf den Bauernhof bringen? Dann kannst du da auch die Kühe bewundern. Das kann ich auch einfach mit aufs Dorf nehmen, weißt du? Einfach mit aufs Land und dann kann ich dir dann auch Kühe zeigen. Aber ich habe mich mein Leben schon mal auf dem Land befunden, ne? Ach nee. Ich bin auch manchmal auf dem Land. Ich auch. Weiß, ja, und Leute, ich habe auch Alice 19 gespielt und Alice 22. Ja. Wenn sie mal schauen, ob da noch Leute drin sind. Ja, sind sie. Und dieser Gelenkbus, der stört hier so ein bisschen dezent, der steht in meinem RTW drin. Ich kann deswegen meine Sanitäter nicht sehen. Kannst du ihn mal umplatzieren? Ich bin schon dabei. Ich kann auch sagen, start burning. Oder Hanna holt einen Feuerwehrkran und wir heben den mit dem Kran um. Ja, so ist angenehmer. Wiggle. Dieses Gelenk da, das schwappert so hinten rum. Warte mal. Können wir vielleicht noch einen Abschlepper einfach holen und ich sag einfach, ich mach den kaputt? Wenn du Lust daran hast. So sitzen da jetzt wirklich nur noch nicht noch mehr Leute drin in Autos. Ja, wird erledigt. Sonst können wir gleich eine Mannzeit aufbauen. Es sind nur 2. Erwarte Befehle. Okay. Erwarte Befehle. Schön. Also ja, wir brauchen bitte noch bräuchten dann bitte nochmal einen Abschlepper. Kreislaufkollaps. Nur RTW. Wollte ich auch gerade sagen. Achtung, Einsatz für 1 RTW 2. Kreislaufkollaps. Kreislaufkollaps. Wie ich das gesagt habe, finde ich gut. Okay, wir probieren mal den 1 RTW 1 nach Hause zu schicken. Bei dem Friedhofball. Brauchen NEF. Pascal, einsteigen. Wo, was? Dummy Event. Ein Stück weiter links. Ich wollte nur in die Grube. Da ist der, mein Notarzt.
Achso, und ein. Der Schlaganfall, der Patient, der liegt immer noch auf der Brücke rum. Achso, der wollte doch abtransportiert werden. Das wusste ich gar nicht. Okay, wir brauchen noch einen RTW beim Verkehrsunfall. Da liegt noch eine Person drin. 3 Personen in diesem einen PKW. Passen überhaupt so viele rein? Ich weiß nicht, in so einem Auto. Er hat eigentlich normalerweise also 4 Sitze. So ein 4-Sitzer, 5-Sitzer, passen überhaupt 3 Leute rein? Ich weiß nicht. Was ist jetzt eigentlich mit dem anderen Schlaganfall? Ja, der wird noch abtransportiert. Irgendwann. Ja, er wurde schon aufgenommen. Jetzt wurde er in den RTW reingeladen. Okay. Ich glaube, der NEF wurde nicht gebraucht. Der ist extra von extern aus einer anderen Stadt hierher gefahren, damit er wieder ungebraucht zurückfahren darf. So, und der NEF wurde nicht mehr gebraucht beim VU. Immerhin etwas. Er wurde nicht mehr gebraucht. Das ist Sprit, Pascal. Sei mir dankbar. Jetzt hast du 3 Feuerlöscher hierher gemacht. Toll. An meinen RTWs, die nicht mal gebrannt haben. Jetzt hast du einfach nur den Lack von meinen RTWs zerstört. Ich hab nichts zu tun. Ich warte auf meinen Abschlepper, ja, der irgendwann mal aber stattdessen mit deinen Pulverlöschern den Lack von meinen RTWs runterkratzt, ne? Ja, übrigens, der eine Abschlepper, falls du den vermisst, der steht oben auf der Autobahn, Tobi. Hä? Beim VU. Da oben auf der Autobahnbrücke steht der. 2 RTW, 2 zugewiesen. Ich schicke mal hin. Mal gucken, wann du ankommst. Ah, da fährt ein Kleinkreis. Ach, der will jetzt doch ein NEF haben. Gut, einmal Notarzt bitte zum VU. Oh, Notarzttransport. Junge. Ja, keine wir Versorgung aber mit uns, aber Notarzttransport ist gebraucht. Wir sind aber auch kompliziert. Die arme Hanna. Die arme. Ja. 6 RTW 2 zugewiesen. Ja, und der 2 RTW 1 braucht noch, weil der Patient wurde zwar ohne Notarzt versorgt, braucht aber Notarzttransport. Sie sprühst du meinen RTW. Sitzen aber schon alle drin, ne? Die werden trotzdem nass. Der hat so viel Druck. Mit meinen 2 RTW1 schnell behandeln, wird gerade abgespritzt. Leute, wir brauchen mehr Leute. Wir brauchen mehr Schläuche. Hilfe, Hanna, der 2 RTW1 muss schnell ins Krankenhaus fahren dürfen. 2 RTW1 zugewiesen. Sehr gut. Nein! Bleib hier! Junge, der NEF, jetzt hat der NEF einen Weg gefunden. Hi. Kannst du nicht herrennen? Er löscht einfach weit. Er ist unendliche. Eieiei. Geil. Dann machen wir jetzt Dinas. Nahrungsmittelvergiftung. Yay. Soll ich dann NEF? Nein. Diese ganzen langweiligen RD-Einsätze. Einsatz für 6 RTW1-Fehler. Ach, Fehler ist auch noch mein Lieblingswort in diesem Spiel. Körperverletzung bedeutet? Ein Polizeistreife mit dabei. Ja, RTW und Streife. Okay, was waren jetzt 2 Einsätze? Achtung, Einsatz für 1 RTW. Ich finde auch die Körperverletzung. Die IDs sind halt auch lustig. Die Nahrungsmittelvergiftung, die vor der Körperverletzung reinkam, hat die Nummer 20 und die Körperverletzung hat die Nummer 19. Nahrungsmittelvergiftung ist übrigens da. Da ist er. Einfach irgendeine Polizei. Der verletzt die jetzt erst. Bauarbeiter an. Jetzt verletzt er die erst. Jetzt greift er erst einen Bauarbeiter hier auf der Baustelle. Wären wir gar nicht gekommen, dann hätte er gar nicht angegriffen. Der zweite Bauarbeiter schaut nur zu. Er könnte den auch mal hauen. Er steht einfach daneben und schaut zu. Komm, schnell. Ja, spring kurz über den Zaun. Mach den Smolik-Style. Pepperspray! Pascal, Dalli, Danke. Geht doch. Ich überlege, ob ich nicht stattdessen doch lieber die Pistole zücke. Ey, wir haben schon... Gut, RTW kann wieder nach Hause. Aber dann wäre der RTW immer nicht unnütz gewesen. Okay, der eine Baumeister ist immer noch in Kampfstellung. Der steht so mit seinen Fäusten vorm Gesicht da, so ganz stocksteif und starr. Das ist einfach immer nur noch ein Bild. Gut, ich glaube, bevor wir noch mehr Scheiß machen, sollten wir die Folge dann an der Stelle auch beenden. Ach, warte. Ne? Es gab ja noch so eine Funktion, oder? Warte. Jawohl. So Autos anschießen, oder? Ja. Deswegen danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.